Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Train Simulator 2018. Sie fahren die S3 nach München Hauptbahnhof mit Halt an allen Bahnhöfen. Ja, wir fahren mit der Baureihe 420 die S3 von der Münchner S-Bahn. Ich würde sagen, wir lassen die Passagiere erstmal rein und fahren den Zug ansonsten noch einmal hoch. Meckert noch ein bisschen. Warte, das haben wir gleich. Wie war das nochmal? Q, ne? Genau, hier ist es Q. Die Zugart müssen wir nochmal ändern auf M, wenn mich das nicht täuscht. Das ging so, ne? Ja, okay. M. So, und es geht auch gleich schon direkt los, glaube ich. Wann ist Abfahrt? Steht das hier zufällig? Ne, steht in. Ich glaube, wir haben keinen Fahrplan. Dann ist ja gut. Gut, der Grund, warum ich mal wieder spiele, ich habe Lust bekommen. Und ja. Allgemein, ich weiß ja, ich bin ja sehr mit Streamen in letzter Zeit beschäftigt. Und das nimmt mir quasi schon die ganze Zeit wieder weg hier, die ich sonst habe. Ist ganz schön lang, der Zug hier, ne? Ja, 420 ist auch eine super Maschine. Ich mag die auf jeden Fall. Ist ein sehr schöner Zug. Ja, ich würde ganz gerne am liebsten noch viel mehr für YouTube machen, aber ich muss mich in letzter Zeit entscheiden, mehr für Twitch oder mehr für YouTube. Ich entscheide mich in letzter Zeit mehr für Twitch, weil das einfach mehr Spaß macht. Na gut, aber heute machen wir mal wieder eine Folge für YouTube. Ich habe auch schon überlegt, ob es vielleicht sinnvoll wäre, demnächst mal ein Live-Let's Play zu machen. Heißt, ich mache das so auf Twitch als auch denn auf YouTube, aber ich teste das noch. Ich weiß nicht, ob ich das zukünftig machen werde. Auf jeden Fall überlege ich es mir und vielleicht wird es ja eines Tages tatsächlich wahr. Je nachdem, wie das denn angenommen wird. Man weiß es ja nie, ne? Kann doof sein, kann gut sein. Man weiß ja nie, wie es angenommen wird. Von daher würde ich sagen, lass mich mal überraschen und lass mal Feedback in den Kommentaren, wenn es soweit ist. Diese Folge ist jetzt nicht mehr über Twitch, das ist klar. Wäre sonst ein bisschen doof. Außerdem ist so der Nachteil, wenn ich jetzt auf Twitch streame, kann ich keine 2K-Videos, also 1440p-Videos machen. Aber ich glaube, das haben sowieso die wenigsten, die tatsächlich so einen Monitor haben. Aber dennoch mag ich das tatsächlich, sowas anbieten zu können, so eine hohe Qualität, falls Leute tatsächlich zuschauen, die wirklich einen 4K- oder 2K-Monitor haben, ne? Ja, auf jeden Fall richtig geil. Naja, so ist es halt. Wir schauen mal. So, wir kommen auch gleich schon in Meiching an. Oh Gott, ja, ich weiß nicht mal, wie der bremst, dieser 420. Das werden wir auf jeden Fall gleich erfahren. Ich hoffe, dass der nicht so extrem bremst. Ich habe da schon ein bisschen Mummel irgendwie, aber ich glaube, das haut schon irgendwie hin. Ich hoffe, es ist laut genug, das Video. Ich weiß nicht, wie laut das jetzt im Vergleich zum Fahren hier ist. Ich habe vergessen, einen Test zu machen. Aber ich glaube, es müsste eigentlich. Wo ich könnte vielleicht das Desktop-Audio vielleicht ein bisschen leiser machen. Ey, es klebt hier. Ja, geht ihr das, wenn so ein bisschen Plastik hier so anfängt magnetisch zu werden und an dein Dings zu kleben hier so? Mach mal ein bisschen leiser den Sound. So müsste eigentlich ganz gut sein. Gut, oh Gott. Oh Gott! Scheiße, jetzt kann ich nicht bremsen, weil ich aus dem Monitor raus bin. Nein! Ah! Warum muss ich das ausgerechnet einstellen? Da kann ich nur eine Sache machen. So, 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 so. Geh doch! So geht's doch viel besser gleich. Gut, das hätten wir. Ja, das war immer so. Also, ich weiß nicht, was ihr habt. Das ist. Ich bin immer so gefahren. Es gab nie was anderes. Also,
Ja. Dann lassen wir mal die Fahrgäste einsteigen, ein- und aussteigen. Ja. Heutzutage trägt man die Hose unter die Schuhe. Das ist normal. Das macht man so. Außerdem haben heute alle kleinere Füße, deswegen passen die perfekt unter die Hose. Nein, die sind nicht unter dem Bahnsteig geglitscht. Nein. Die sind so, die Menschen. Das sind Mönchen da. Die Bayern tragen doch immer die Hosen unter den Füßen. Über die Füße. So. Gleich weiter. Vollmond. Das Wetter sieht voll geil aus, irgendwie. Na gut. Muss mal ein bisschen gucken, dass ich das so einplane, dass ich das vielleicht noch schneide und so, bevor das Stream losgeht. Aber das streame ich ja noch. Das heißt, dieses Video kommt bestimmt in der Vergangenheit, deswegen wird das vermutlich noch nicht so der Fall sein. Naja. Warum mache ich das heute auch noch öffentlich? Ich habe keine Ahnung. Muss mal schauen. Also wenn es jetzt öffentlich ist, ich habe das jetzt am 28.01. gemacht. Was soll ich denn wissen, dass sie 80 ist? Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas verpasst? Das kann natürlich auch wieder sein. So, jetzt haben wir schon eine Maisach an. Maisach gleich 6. Oh, der kommt ein bisschen weit. Rutsch, ich rutsche. Ich habe gedacht, das geht bis da hinten hin. Er rutscht aber ganz schön, Leute. Das ist mal so ein bisschen doof, dass die Haartafel da angezeigt wird. Aber man sieht da unten ja an diesem Display, das ist der grüne Balken. Das soll ja der Bahnsteig sein. Der soll bis hier gehen. Geht er aber nicht. Okay, geht er indirekt ja, aber trotzdem, das ist ein bisschen doof gemacht. Der ganze. Erste, obwohl bis auf den, ja doch, doch, der ganze erste Wagen hat es gar nicht gesehen, die Haltestelle. Ist ein bisschen mies eigentlich. Ja, ist halt so, ne? Was finde ich mal ein bisschen schade bei Train Simulator, dass die Bahnsteige immer so komisch gezeigt werden. Also auf dem Mini-Display da, der Karte. Naja, so ist es halt, ne? Und ich wundere wegen meiner Stimme so eventuell und so, ich bin ein bisschen erkältet noch. Deswegen bin ich ein bisschen ruhiger heute noch. Gestern ging es mir abrupt schlecht und heute geht es schon wieder besser. Habe ich heute noch mal ein bisschen streamen wollte, aber ich glaube, da werde ich auch ein bisschen ruhiger mich verhalten im Vergleich zu anderen Streams. Liegt einfach daran, dass ich das nicht kann, so ganz irgendwie. Naja, vielleicht wird es bis dahin auch noch besser. Ich habe keine Ahnung, Mann. Man weiß ja nie, was die Zukunft einen erwartet. Gerade bei Krankheiten. Ich denke so, oh, mir geht's so schlecht. Morgen bestimmt auch noch. Und zack. Oh. Ist besser geworden. Kopfschmerzen sind weg. Oh, geil. So in der Motto war das gestern. Unter Kollegen, ja. Darf man ja nicht vergessen.
So, Germlinden kommt gleich schon. Wie viele Bahnsteige haben wir eigentlich? Hierzu 15 Stück, das geht ja eigentlich noch. 22 Kilometer. Naja, bei der S-Bahn ist es vielleicht ein bisschen länger, als wenn man im Fernverkehr fährt. Weil man ja jeden kleinen Bahnhof anhalten muss quasi. Aber so ist es halt, ne? So ist es halt und das müssen wir überstehen. Und das kriegen wir auch hin. Glaube ich zumindest. Bis jetzt ist mir es noch nie aufgefallen, dass wir es nicht geschafft haben. Okay. Ich mache es immer so, dass ich mit 60 den Bahnhof befahre. Soll man ja auch machen eigentlich. Bis ich dann mit 60 ungefähr bis zum Ende zum Stehen komme. Wir sind jetzt ein Langzug, ne? Vollzug, entschuldige. Gut, ein bisschen zu weit, aber naja, wir haben ja noch ein bisschen was gehabt hier. Ein paar vom Bahnsteig. So schlimm, denke ich, ist es nicht. Klopf, klopf, klopf. Die sind zu weit gefahren! Alter, das kann mal passieren. Ich bin ein Fahrgast. Ich erwarte, dass ich direkt an diese Stelle an, also wieder zum Stehen komme, ich an dieser Tür stehe. Mir egal. Fahrgäste. Komische Menschen. So. Weiter geht's. Okay, Gas geben. Hallo? Ah, jetzt. Okay, wieder zum Stehen kommen. Oh, verdammt, ich hab's ein bisschen verpennt. Der ist so nah dran, der Bahnsteig. Obwohl, ich glaube, das haut hin. Eine Bange, das klappt. Man muss ja ein bisschen Zweifel haben, aber manchmal auch nicht. Ja, man merkt so. Es ist egal, es ist jedes Mal tatsächlich immer so. Wenn du längere Zeit nicht spielst, ne? Und dann immer früher zum letzten Mal vielleicht irgendeine andere Baureihe gefahren hast, ne? Man merkt, der 420 bremst eigenartig. Man muss mit denen klarkommen, ne? Das merke ich immer wieder, wenn ich mit denen fahre. Wenn ich immer den Bahnsteig, immer nicht rechtzeitig zum Stehen komme. Er bremst halt ein bisschen anders als die anderen Züge. Deswegen habe ich auch auf M gestellt. Der Lokführer hat mir mal gesagt, du musst ihn auf M stellen. Das ist, so fährt man den. Gut, habe ich auch gemacht. Problem gelöst. So, weiter geht's. Vollgas, dass wir mal ein bisschen in den Spurt kommen hier, ne? Naja. Fahren Sie S3 nach München Hauptbahnhof. Das Wetter ist schlecht, es stürmt und regnet. Oh. Ein paar Haltestellen haben wir hier noch. Ackerbrücke? Komischer Name. Gut.
Das sieht manchmal schon mal ganz gut aus. Ich finde, jetzt fahre ich wieder zu langsam rein, irgendwie. Eine S-Bahn muss schnell bremsen, irgendwie so gefühlt, ne? Immer wenn man so S-Bahn fährt, man merkt so, dass die Lokführer, okay, man sagt ja auch anders gesagt, die Lokführer fahren täglich, ne? Die S-Bahn fahren, ne? Die fahren täglich diese Baureihen. Die können es, die haben ein Gefühl dafür, ne? Man merkt aber auch so tatsächlich, die fahren rein richtig schön schnell und kommen genau da zum Stehen, wo sie sollen, ne? Und ich hier, ja, schleiche oder fahre ein bisschen zu schnell und fahre zu weit oder ich schleiche und lande zu, hocke so wenig. Oh, da gibt's was. Kumpel. Kumpel. Der Fernverkehr ist auf der Seite da. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, du bist falsch. Nee, ich sag mal nichts dazu. Ich hab irgendwie nichts gesehen. Na toll. Jetzt gibt's hier gerade so ein paar. Weiß ich noch nicht. Die Flauschi auch noch streamen, finde ich eigentlich geil. Ne? Man muss man sich so ein bisschen abstimmen, weil ich wollte eigentlich auch streamen. Jetzt muss man sich ein bisschen abstimmen, wie das zeitlich so passt, dass man sich gegenseitig nicht stört, weil ich wollte ganz gerne den ersten Stream mitschauen. Das ist jetzt ein bisschen unpassend, dass es jetzt gerade passiert, dass sie Lust bekommt, aber na gut. Überstehen wir schon irgendwie. Ja. Handy, sei's grüßen. So. Das sah halt ganz gut aus. Grünzell, Gleis 1. Finde ich voll cool manchmal, deswegen Gebüsche oder so, mal die Bahngleise getrennt werden, wir zusammenfahren. Es gibt so ein bisschen Atmosphäre irgendwie tatsächlich. So, wieder abbremsen. Wieder auf 60 runter. Haben wir schon wieder mit 50 in den Bahnhof rein. Da gibt es wieder frühzeitige Härtetafeln. Das ist manchmal ein bisschen doof. Obwohl, man kann es eigentlich ganz leicht merken. Wenn man merkt, dass das Häuschen, wo die Treppe so ist, vorne ist, dann sollte man natürlich jetzt schon eher bremsen. Ja, nur zwei Möglichkeiten denn. Oh, ich glaube, das war mal sehr gut. Bisschen zu weit hinten, aber wir sind drauf. Das ist doch eigentlich ganz gut geworden so.
Gut. Schwimmzell. Ich habe ja leider nicht so viel Erfahrung hier bei der S-Bahn. Ich will sonst noch ein bisschen erzählen hier, aber. Das Problem ist halt, ich kenne mich hier null aus eigentlich. Ich bin nur Leiharbeiter, ich nicht Ahnung haben hier. Nur hier zur Vertretung von Kollegen. Ich weiß ja nicht, was ich hier machen soll normalerweise. Ich nur fahren. So. Warum muss sowas Wichtiges eigentlich immer kommen, wenn ich jetzt streame, wenn ich mal mein Let's Play mache? Ich mache lange kein Let's Play! Lange keins mehr gemacht! Jetzt mache ich eins! Handy! Bing, 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 bing! Bing, 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 bing! Soll das eigentlich mal abschalten? Oh, ja, ja! Ich fahre nur Zug, das passt! Und mache ein Let's Play nebenbei! Das stört nicht! Nein, überhaupt nicht! So, wir haben hier einen Scheibenwischer, der wischt ganz gut eigentlich. Eigentlich wollte ich nur schauen, wie das Signal steht. Können ja mal, warte mal. Jetzt haben wir mal die Gelegenheit, wir haben noch ein bisschen Abstand. Warte mal, das war 4, ne? Ja. Schön. So, Lochhausen erwartet uns jetzt hier. Mensch, ist ja das Häuschen hier wieder. Ich vermute mal, dass hier wieder mehrere Abstände gibt. Also so mehrere Haltetafeln. Und ich habe recht. Wenn das nicht perfekt ist, ne? Dann weiß ich auch nicht. Ja, diesmal stehen wir perfekt eigentlich. Ah, jetzt ist er eingestiegen, perfekt. Dann kann es jetzt weitergehen. So. Es wird. Kann ich den Schein wahrscheinlich auch anmachen hier? Das ist ein Schalter. Könnte es der sein? Funktioniert nicht. Schade. Schade eigentlich. Mir fehlt immer wieder die Funktion so bei manchen Fahrzeugen, wie zum Beispiel das hier. Oh, das geht sogar. Aber der Scheibenwischer, der funktioniert auf jeden Fall nicht, ne? Warum sollte der funktionieren? Nein, der doch nicht. Zehn,
Jetzt bremse ich wieder ein bisschen gewagter. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. War doch nicht gut. Das Bremsen muss man, glaube ich, lernen, richtig. Und dann, man zum Beispiel, sagen wir mal, 1000 Kilometer mit dem Ding gefahren ist, dann hat man es wahrscheinlich drauf. Aber das braucht Zeit. Und bis ich dann wieder den 24 fahre, dann ist es halt wieder so, dann hast du ihn wieder so lange nicht gefahren, dass es wieder vergessen. Ist immer so. Typisch eigentlich. Ich wundere mich, dass mich noch keiner aus der Lok gezerrt hat. Zum Triebwagen hier. Also mal für Leute, die denken, ich bin tot hier auf YouTube. Stimmt gar nicht. Doch, ich weiß nicht. In letzter Zeit habe ich sehr wenig mit YouTube getan. Aber ich versuche mal ein bisschen mehr zu machen. Letztes Mal wieder. Mal gucken, ob ich das schaffe oder nicht. Aber ich interessiere mich in letzter Zeit einfach mehr für Streamen. Ich bin nicht tot. Also wenn mich gerne mal wieder sehen möchte häufiger, den lade ich herzlich dazu ein, auf meinen Twitch-Kanal zu schauen, Turuxo. Da streame ich unter anderem gerade zum Beispiel Super Mario Odyssey, Legend of Zelda Twilight Princess. Machen ab und zu mal Mario Kart Rennen, machen ab und zu mal Splatoon 2 Spiele. Und alles Mögliche. Und wir machen auch Minecraft gelegentlich mal ganz gerne. Auf jeden Fall ist da sehr viel los und bei. Mal schauen, vielleicht habt ihr ja mal Interesse vorbeizuschauen. Ich würde auf jeden Fall euch herzlich dazu einladen. So, dann muss ich mir mal die PZB drücken. PZB-Beeinflussung. Okay. Und nochmal gleich. Voll geil, ne? Wie viel Strom zurückgespeist wird, nur wegen so einem Berg, ne? Finde ich immer wieder richtig geil. Was denn? Lag da eine Stange auf dem Gleis? Schon Dinge erlebt hier im Simulator, ne? Aber das ist wieder neu. Warte mal, das will ich mir mal ansehen. Was ist das denn für eine Stange? Ganz komisch, muss ich sagen. Ganz komisch. Ich sag dazu einfach mal nichts. Ich glaube, das wäre sogar besser. Ja. Ich drück mich mal frei. Haben wir sowieso grünes Licht und mit 60 fahren. Sich mit 35 rumgucken.
Um 40, 50 und 60. Ja, Stufe 1 hält das eigentlich ganz gut, ne? Gibt ein bisschen Leistung dazu, aber er rollt gleichzeitig, sodass er sich eigentlich ein bisschen an der Geschwindigkeit hält. Ab und zu muss ich mal auf Stufe 2 schalten wahrscheinlich, aber momentan geht das ganz gut so. Ich glaube, das lassen wir erstmal so. Oh, es wird sogar Tag. Man merkt so tatsächlich, dass jetzt kommt so ein rosalicher Ton gerade so. Geil. Merkt man, dass es Tag wird. Jetzt wollen wir hier 100 fahren. Und oh, PZB, geil. LZB, die brauchen wir unbedingt hier als S-Bahn. Besonders der 420 hat das ja. Da nutzen wir gleich die LZB und machen einfach gar nichts mehr. Leim. Hat jemand ein bisschen Leim? Wir müssen den Bahnhof zuleimen. Blups. Warum lacht ihr nicht? Das war lustig. Relativ lustig. Da! Da fährt ein Zug. Hä? Oh, es ist von mir. Hä? Warum kann ich nicht eingreifen? Achso. Bin verrutscht. Ich so, hä? Warum wird er nicht langsamer? Aber dabei bin ich irgendwie von D auf F gesprungen und deswegen hat er nicht reagiert, weil er nicht drückt, verzweifelt auf dieses F, warum das nicht geht. Wie damals bei der Fahrprüfung, als ich das erste Mal Autobahn gefahren bin und dann das Gaspedal klemmen bleibt, ne? Und ich denke so, scheiße, 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 scheiße. Da ist das Gaspedal hängen geblieben beim Auto. Bei Vollgas. Und das war nicht wirklich lustig. War so ein richtiger Stressmoment für den Schüler. So. Gut. Sieht doch schon mal sehr gut aus hier. Nur noch ein paar Bahnhöfe. Sind hier nur noch 5 Kilometer bis nach München tief. Dann wären wir auch schon da. Geht ruckzuck. Aber ruckzuck. Gib alles! Schneller! Stufe 10! Tempo, 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 Taschentuch. Eigentlich rat's ganz gut aus. Sifa, die drücke ich dir ganz gerne, wenn du möchtest. Und da ist ein Kollege, sag hallo Kollege! Hallo Kollege! Hui! Freihändig! Denkt sich auch gerade so, was? Zur Hölle. Und der ist halt Schein gemacht, ne? Schein? So, stopp! Viel zu spät. Man, es ist immer so dieses Graut. Man, ich irgendwie habe das Gefühl. Oh, Notbremse. Brauche ich jetzt die Notbremse? War zu weit, ne? Immer habe ich so ein bisschen das Gefühl. Du denkst, dass der Bahnhof ein bisschen länger ist. Aber dieses Grau, dieser Übergang, den kriegst du nicht wirklich mit irgendwie. Wenn du so auf Dauer fährst. Plötzlich ist der Bahnhof kürzer, als du dachtest. Ich red mich da irgendwie mal raus, ne? Aber dabei ist es eigentlich, ja, ist es eigentlich eine Wahrheit.
So, schnell lüften hier. Dass wir gleich weiter können. So, man sieht schon München tief da unten. Hackerbrücke und Donnerberger Brücke ist die nächste Station. Sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Mal sehen, die nächsten Bahnhöfe will ich jetzt perfekt anhalten. Das kriegen wir doch hin. Doch auf jeden Fall machbar hier. So, der Vollzug soll hier halten. Halt noch ein bisschen weiter. Ach, egal, passt schon. Jetzt bin ich Schwung gehabt, das ist auch wieder so. Aber ich merke tatsächlich, man kriegt tatsächlich so mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, wie meine 420 bremst und gar beschleunigt am besten. Sieht besonders am Bremsen. Beschleunigen ist ja einfacher als bremsen. Ja, es sind so Herausforderungen, die muss man meistern und dann hat man es auch. ICE. Hallo ICE. Gut, auf geht's weiter. Haben wir ein paar Halte vor uns. Ackerbrücke. Und da kommt noch München tief. Wie geil, wie die beschleunigen und bremsen können, die Dinger, ne? Ich hab das geil, so als wir da unten durchgefahren sind, ne? Trotz dieses Berges einfach so beschleunigt die Lok. Kann das sein, dass sie zum Teil auch auf bergab fuhren oder so, aber das ist was ganz anderes. Nimmt meine Illusion nicht weg. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Klappt auf jeden Fall sehr gut. Bin sehr zufrieden gerade. Gut. Wie sieht das denn hier aus? Ich mag diesen ganzen Gleise hier. München ist richtig schöner, geiler Bahnhof, ne? Vor allem so lang. Mit so ein. Ich glaube, ich habe mal so ein Video gesehen, wie so richtig so, wie das da abläuft. So eine Doku von früher tatsächlich noch. Da ist eine Menge los und richtig geil. Also gibt es noch die Rangierdienste, dass sie solche Intercities zum Beispiel rauszieht mit der V60? Gibt es sowas noch bei München Hauptbahnhof? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es sowas früher mal. Kann sein, dass sie mittlerweile für selbstständig rausfahren. Aber früher haben sie doch Personenzüge auch rausgezogen mit der V60 zum Abstellbahnhof, ne? Finde ich richtig geil, sowas. Hätte ja mal Lust, was zu machen. Also so als Szenario. Wenn da jemand eins kennt, der kann ja mal Bescheid sagen. Comments! Bremsen!
Hallo München, Hauptbahnhof Tief. So. Oh, ist das wirklich so? So, dass zwei Bahnhöfe. Bahn. Echt jetzt? Kann man tatsächlich jetzt beide freigeben hier? Ich habe keine Ahnung. So, und damit endet die Folge von heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich bin ja weniger aktiv auf YouTube, ich bin mehr aktiv geworden auf Twitch. Wenn ihr mal Lust habt, häufiger mit mir in Kontakt zu treten, beziehungsweise zuzuschauen, der ist herzlich dazu eingeladen, auf Twitch vorbeizuschauen. Auf jeden Fall bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Haut rein, hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns demnächst wieder bei einer neuen Folge von Train Simulator oder so. Oder im Stream. Oder sonst was. Naja, auf jeden Fall, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich. Ciao, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.